Jetzt kommen die coolen Sachen. Shit. Hey Leute und willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich bin Shelly und heute spielen wir mal wieder die Reise nach Batuu weiter. Ich musste hier ein bisschen pausieren, weil ich wirklich mit der aktuellen Aufgabe ganz schön am struggeln bin. Ich habe aber jetzt eine Lösung gefunden. Und zwar brauchen wir eine Uniform von der Ersten Ordnung und ich zeige euch gleich, was jetzt mein aktueller Plan ist. Also, ich habe eine Lösung gefunden, ist auch ziemlich groß gesagt. Ich habe es noch nicht ausprobiert, ob es jetzt auch funktioniert, aber wenn das nicht funktioniert, dann werde ich langsam echt nicht mehr weiter. Ja, ich habe mein Monster hier und dann starten wir erstmal. Viel Spaß euch! So, und zwar folgender Plan. Ich habe sie jetzt zu Hause, also ich bin mit ihr wieder zurück nach Strangerville, wo sie wohnt, gegangen und habe ihr... Hab sie wirklich jetzt, ich glaube, wochenlang nur auf dem Laufband laufen lassen. Auf alle Fälle hat sie jetzt die Fitnessfähigkeit auf Level 10. Und damit will ich jetzt gegen jemanden von der Ersten Ordnung kämpfen für die Uniform. Aber sie scheinen Angst zu haben vor uns, weil hier ist keiner. Können wir mal auf erster Geschwindigkeit laufen lassen. Vielleicht erscheint dann irgendwo jemand. Das sind wir. Weil ich habe es wirklich... Also ich habe auch mich letztens nochmal hingesetzt. Ich habe so versucht, mich mit diesem Roscoe anzufreunden. Es ist nicht drin. Also ich kriege es nicht hin, von dem die Uniform zu bekommen. Wir nehmen jetzt auch nicht den. Das wäre ja fast ein bisschen traurig, wenn ich die jetzt so gut angefreundet habe. Und dann prügeln wir uns jetzt. Ist er das? Ach ja, schau mal, da ist er. Roscoe. Nee, dich wollen wir jetzt nicht verprügeln. Ich glaube, das ist die, mit der wir uns sowieso schon mal geprügelt haben, oder? Und auf jeden Fall sieht sie hier ähnlich. Das probiere ich jetzt einfach mal. Batuu um Uniform kämpfen. Gib ihm. Sie ist hier so richtig einfach an, dabei, ihr Ding zu machen und dann kommt sie angerannt. Hauptsache, da sind lauter Leute, die ihr sonst noch, die sie dann ja voll verteidigen könnten. So, jetzt zweiter Versuch. Komm schon, ey, das ist jetzt wirklich... Das ist... Also wenn das nicht funktioniert, dann muss ich googeln. Oder ist das ein Bug im Spiel? Ich habe mir halt gar keine Reise nach Batuu Videos angeguckt bei YouTube. Weil ich unvoreingenommen hier rangehen wollte und mit meinem eigenen... Ich habe immer nur die Überschriften gesehen, dass alle so nicht so begeistert sind, sagen wir es mal so. Aber ich wollte mich halt nicht beeinflussen lassen, deswegen habe ich nichts geguckt. Aber deswegen weiß ich auch nicht, ob jetzt hier eigentlich irgendwo ein Bug drin ist und es eigentlich gar nicht funktioniert. Das wäre natürlich voll ärgerlich. Oh Gott, direkt vor dem Ultrabösen da. Muss ja vielleicht auch nicht sein. Oder klappt das jetzt hier? Jetzt funktioniert's? Oh Gott, aber er guckt zu, das ist... Ach ja, guck. Los, komm schon, ich hab so... Sie ist so trainiert. Sie muss gewinnen. Sie muss einfach gewinnen. Bitte, 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 bitte. Ja, guck mal, wie sie ihn fertig macht. Los, komm schon, komm schon, komm schon. Ja, ja. Sieht gut aus, oder? Okay. Sie verabscheuen sich jetzt. Du hast vielleicht meine Uniform genommen, aber du wirst niemals meinen Stolz nehmen. Ey, endlich. Endlich, endlich, endlich. Das hat jetzt so viel Lebenszeit gekostet. So. Wir haben die Uniform. So, und jetzt können wir die Uniform anziehen. Du musst die Uniform der Ersten Ordnung tragen und den Ausweis besitzen, um am Ersten Ordnung Holotisch auf die Pläne zuzugreifen. Ich kann ja nochmal die komplette Mission vorlesen, weil ehrlich gesagt habe ich es auch selber inzwischen vergessen, was überhaupt der grobe Dings. Also nochmal. Erstklassige Täuschung. Der Plan, vor dem der Überläufer uns zu warnen versucht hat, ist beunruhigend. Wir brauchen weitere Informationen, bevor wir unseren nächsten Schritt planen können. Ich befürchte, dass wir dazu direkt an die Quelle gehen müssen. Du musst Argon weismachen, dass du ein Offizier der Ersten Ordnung bist. Ich hoffe, du bist gut im Stiefeldecken. Erstatte Ray Bericht, wenn du fertig bist. Entzünde den Funken. So. Dann müssten wir jetzt Batuu Outfit ändern können.
Da ist die Uniform nicht dabei. Hier ist doch jetzt bestimmt da. Ich sehe doch schon was. Das ist doch bestimmt. Okay, vielleicht machen wir mal ein bisschen, selbst wenn das Spiel nicht so viel Realismus hat, machen wir mal selber welchen rein und verstecken uns einfach mal hier hinten und ziehen uns hier um. Also random, ja. Ich habe mich doch mit diesem Roscoe hier angefreundet. Und er hat einfach so, er hat so gut wie die gleichen Merkmale wie wir. Aktiv, Genie und selbstsicher. Und wir... aktiv, gut und selbstsicher. Der passt so gut zu uns. Also ganz sicher, wenn das hier irgendwie durch ist. Wo bleibt sie eigentlich? Okay, ich muss mir echt angewöhnen, meine Sätze zu Ende zu führen. Also sobald das hier durch ist, in ganz langer Zeit, wie sich das hier ja zeigt, werde ich sie mit dem Roscoe zusammenbringen. Maus, kannst du bitte irgendwas machen? Wieso ist es denn so anstrengend mit dir hier? Okay. Wir sind versteckt, Leute. Jetzt ziehen wir das Outfit an. Erste Ordnung, Uniform anziehen. Oh nein, ist sie müde? Ach komm, wir ziehen jetzt noch kurz durch. So. Damit sind wir jetzt Offizier der ersten Ordnung. Eigentlich wäre es noch cooler, wenn ich hier auch diesen Hut aufsetzen könnte. Wir wollen jetzt am Holotisch auf die Pläne zugreifen. Kommen wir da einfach so ran? Kommen wir da einfach so durch? Frachthallen Sicherheitstür der ersten Ordnung. Du musst mindestens ein Rekrut Rang 2 der ersten Ordnung sein, um Zugang zu dieser Tür zu halten. Na gut, aber wir sind ja verkleidet. Womöglich geht's trotzdem. Auf erste Ordnung Pläne zu greifen. Mal gucken, ob wir da durchkommen. Sieht nicht so aus, als wenn sie da durchkommt. Kann sie bis hier hingehen? Okay, wir brauchen schon wieder einen Dutch. Und dieses Teil lässt mich aber auch nicht in Frieden. Nee. Okay, sie kommen nicht durch. Das heißt, wir brauchen wirklich erstmal einen Datenstift. Aber ich glaube, hier irgendwo in, wie hieß der, Onakas Antiquitätenhöhle oder so. Dafür müssen wir reisen. Na gut. So, Leute, wir haben jetzt einen Datenstift. Und ich musste jetzt aber erstmal ihre Bedürfnisse ein bisschen verbessern. Das war kein Zustand. So. Ich habe auch rausgefunden, was eigentlich ganz cool ist, was Sims sich da überlegt hat. Und zwar durch das Bestreben, Batu, wie auch immer, hat sie hier dieses Merkmal, Star Wars Bestreben, so heißt es. Und zwar werden ihre Bedürfnisse immer, wenn man diesen Ladebildschirm hat, also immer wenn man reist, ein bisschen aufgefüllt. Und das finde ich eigentlich ganz sinnvoll, weil man ja wirklich mega viel diese Ladebildschirme hat und dann spart man sich wenigstens da ein bisschen Zeit damit, dass man ständig die Bedürfnisse noch, sich darüber auch noch Gedanken machen müsste. So, werd wach, Mausi, wir haben einen großen Tag vor uns. Heute hacken wir den Holotisch. Erstmal das Outfit. Müssen wir ja nicht wieder direkt in deren Revier machen. Warum ist das Outfit jetzt wieder weg? Mausi, es hat einen Grund, dass du das anhast. Dann jetzt, wir sind so gut drauf, heute wird ein guter Tag, ist genau der richtige Tag, um seine Feinde zu ärgern und auszuspionieren. So, damit fangen wir jetzt mal an. Steht ihr aber auch, oder? Ich habe schon überlegt, ob wir vielleicht das dann so machen, wenn sie mit Roscoe Kinder bekommt, dass die dann zur ersten Ordnung gehen, dann spiele ich den ganzen Kram nochmal durch. Aus der anderen Sicht sozusagen, mit der anderen, die anderen Mission. Mal gucken. Ja. Oh. Hauptsache, die gehen einfach durch. Geh einfach hinterher, Schatz. Ist bestimmt noch nicht auffällig. Alle anderen kommen einfach durch und du musst... Kann sie jetzt hier hingehen? Ja. Yes. Auf erste Ordnung Pläne zugreifen. Ab geht da. Als wäre es das Normalste der Welt. Komm. Na, 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 na. Oh, wie begeistert sie aussieht. Auf Wiedersehen. Ich habe die Pläne, ich sollte sie zu Ray bringen. Ja, das sollten wir wirklich. Bloß hier nichts riskieren. Auf zum Widerstand. Da waren wir ja gefühlt eine halbe Ewigkeit nicht. Ist das Roscoe?
Ja, ich mag ihn richtig. Aber er hat uns nur Ärger gebracht und überhaupt nicht ein bisschen voran. Aber ich habe jetzt so viel Zeit mit ihm verbracht. Also ohne die Kamera. Ey, da hätte ich also Stunden Material gehabt. Nur telefonieren, telefonieren, telefonieren. Probieren sich anzufreunden, die ganze Zeit nett zu sein, nur um dann von ihm angeschrien zu werden. Vielleicht ein kleines Aggressionsproblem auch der Typ. I don't know. Oh, wir sind ja schon direkt bei den anderen. Sehr gut, das ist super, dass ihr mir entgegengekommen seid. So, Ray, wir wollen Pläne der ersten Ordnung geben. Oh, sie wird durch deutscher Bund sein. So, Mission abgeschlossen. Danke für deine Hilfe. Hoffen wir, dass das ausreicht. Mission abgeschlossen. Wir bekommen 400. Ich glaube, die Dinger heißen nicht Kyber-Kristalle, aber 400 Geld. Das ist. Ich will wissen, wie das heißt. Das andere sind Simoleons. Und das hier sind. Sagt er mir nicht. Na gut. Den Widerstand ruft, was auch immer mir der immer bringen soll. Bonusbelohnung 7 Inventar, den Sims nach. Wie aufregend. So, was haben wir denn da Neues? Noch ein Lichtchip? Hä? Noch ein Ausweis? Wir haben doch schon jetzt massenhaft falsche Ausweise. Ach, jetzt wollten die mir. Vor allem haben sie mir jetzt den Erste-Ordnung-Ausweis abgenommen. Also war aber nicht der Deal. Jetzt wollten sie mir einen falschen Ausweis geben, damit ich es in Zukunft leichter habe. Dabei habe ich mir den schon ganz alleine erarbeitet. Ohne eure Hilfe. So, wie Moradi, we need another one. Insert DJ Khaled Voice. DJ Khaled. So, mal gucken, was wir hier jetzt haben. Hier wäre was Neues. Aber für die brauchen wir Spezialisten oder Höhe. Spezialisten oder Höhe. Schließe weitere Missionen ab um den Ruf. Na gut. Wisst ihr was? Ich habe mal Lust, wieder was Leichtes zu machen. Oder was haben wir hier noch? Eigentlich wollte ich jetzt mal wieder einfach nur ein bisschen fliegen. Aber was haben wir hier? Der Köder. Wie Moradi. Ich habe einen Plan, um einen besseren Überblick über die Basis der ersten Ordnung zu erhalten. Aber im gesamten Gebiet wimmelt es nur so von Trupplern. Gib dein Bestes, um die Patrouillen der ersten Ordnung von mir abzulenken. Deine Rolle in dieser Angelegenheit ist genauso wichtig wie meine. Wir stecken da beide drin. Oder was hat er? Wir haben von einer Schwachstelle in der ersten Ordnung erfahren. Aber um unsere Pläne zu realisieren, brauchen wir einen Zugangscode. Oder? Das ist unser Kampf, aber die Einheimischen sind ebenfalls betroffen. Behalte sie im Auge und überprüfe, wie es der Gemeinschaft geht. Wir möchten nicht, dass sie Angst oder Frustration, aus Angst oder Frustration zur ersten Ordnung überlaufen, aber ich glaube, wir machen das hier. Das bringt uns hier am meisten weiter. So, was ist unsere Aufgabe jetzt genau? Sturmtrupper-Patrouille. Klicke auf Sturmtruppler im Bezirk der ersten Ordnung, um sie aufzuhalten. Offizier der ersten Ordnung ablenken. Klicke auf ein Offizier der ersten Ordnung bezogen der ersten im Bezirk der ersten Ordnung, um ihn abzulenken und ihr Bericht erstatten. Das ist ja easy. Na gut, na dann mal los. Und das sollte jetzt echt nicht so das Problem sein, nur ein bisschen mit denen quatschen. Ich habe die letzten Stunden nichts anderes gemacht. Sollte ich mir jetzt dafür vielleicht auch das andere Outfit anziehen? Ich probiere es erstmal so. Aber hier sind keine. Ich dachte mal, die heißen Klonkrieger. Bin ich bestimmt in der Luft zerrissen für meinen Mangel des Star Wars. Fachwissen. Hier ist ja wirklich niemand. Ah, da. There they. So. Das ist, glaube ich, ein Sturmtruppler. Nein, ist er nicht. Er ist einfach nur sehr hell gekleidet. Da haben wir aber einen. Also wenn das jetzt so einfach ist, wie ich denke, dann. Obwohl ich das eigentlich ganz cool fand jetzt ehrlich gesagt, auch bei der letzten Mission, weil es halt einfach nicht so leicht war. Aber ansonsten finde ich die Mission ja relativ einfach. Und jetzt war es wirklich so, dass ich richtig Zeit reinstecken musste, ihre Fitnessfähigkeit hochbekommen musste und so. Also die hätten mir vielleicht sagen sollen, erreiche Fitnesslevel so und so. Aber so muss man ein bisschen tüfteln. Ist vielleicht auch nicht ganz schlecht. Also das muss ich sagen, fand ich jetzt im Nachhinein ganz gut. Okay, das scheint jetzt hier auch gerade wirklich zu funktionieren. Easy. Bin bald dicker, mehr dicke mit den mit den Leuten von der ersten Ordnung als mit den Widerstandsleuten, weil ich mit denen ständig zu tun habe. Und da haben wir auch schon den Offizier der ersten Ordnung. Jetzt will ich aber nur noch mal ganz schnell gucken, was hat er mir hier gerade erzählt. Ein Berichtsfehler, aber ich habe so viel Zeit darin investiert. Nun gut, ich schlage vor, dass wir Zeile für Zeile durchgehen. Aha. Oh nein, das ist Roscoe.
Na gut, mit ihm können wir auch mal wieder quatschen. Den sehen wir echt überall. Eigentlich wäre es cooler, wenn Sims direkt das kleine Zeichen da oben bringen würde und dann das da unten, hier unten durchlaufen würde. Dann könnte man so lesen und dann, wenn der dann sagt, ja, wir sollten den ganzen Bericht durchgehen, sagt er erst und dann läuft es unten, dass man es dann erst tut. Dann würde es von der zeitlichen Abfolge her irgendwie besser passen. Naja, aber wer fragt mich? Aber ich muss ja sagen, dafür, dass wie Moradi meinte, wir sind hier beide gleich wichtig und so. Ich finde nicht nur, dass wir genauso wichtig sind wie sie, sondern wir sind hier wichtiger, weil. Also, ich sehe hier wie Moradi nicht rumlaufen. I don't know. Ich glaube, die hat mich hier gesnitcht. Und alleine losgeschickt. Oh, süß, warte mal, was reden die? Wo man gut essen kann? Mal überlegen. Ich gehe gerne zum Docking Bay 7, um zu Olgas Cantina und zu Ronto Rostas. Worauf hast du denn Lust? Oh, haben wir hier ein Date, ja? erstmal habe ich auf gar nichts Lust, weil erstmal muss ich jetzt Bericht erstatten gehen. Aber Roscoe, wir sehen uns noch. Bericht erstatten und dann haben wir schon die nächste Mission fertig. Also manchmal, jetzt in der letzten Folge, glaube ich, habe ich ja, weiß ich gar nicht, ob ich überhaupt eine Mission vollendet habe, kann ich mich gar nicht mehr daran erinnern. Und jetzt ist das so, ja, mal ganz flink hier alles erledigt. So, Mission abgeschlossen, aber wir haben immer noch nicht den höheren Stand, aber wir kommen ganz gut voran. So, was haben wir geschenkt bekommen? Sagt sie mir nicht? Nein. Ist ja wurscht. Dann holen wir uns mal direkt die nächste Mission. Eine Ratte! Habt ihr das gerade gesehen? Cool! Was haben wir hier? Ein paar unserer Mitglieder wurden gefangen genommen. Die erste Ordnung wird um jeden Preis versuchen, den Standort unseres Camps aus ihm herauszuquetschen. Ich werde versuchen, eine Rettungsmission durchzuführen, brauche aber deine Hilfe für ein Ablenkungsmanöver. Halte die Patrouillen so lange wie möglich auf. Ist das nicht fast das gleiche wie gerade eben auch? Na gut, es gibt aber die meiste Kohle. Und war einfach. Wenn es das jetzt nochmal ist, dann. Ah, nee, ich sehe, es ist was anderes. Also TIE Echlon sabotieren. Was immer das ist. Klicke auf die TIE Echlon im Bezirk der ersten Ordnung und sabotiere sie. Werden wir schon rausfinden. Versorgungskisten der ersten Ordnung sabotieren und wie Moradi Bericht erstatten. Na, schauen wir mal. Oh Gott, hoffentlich ist das jetzt nicht wieder so eine Mission, bei der ich nicht rausfinde, was das alles ist. TIE Echlon. Ist doch so ein Name, der wirklich auf nichts schließen lässt. So, na dann machen wir uns doch mal auf die Suche, was ein TIE Echlon ist. Ich könnte mir. Oh, warte mal, ist das vielleicht das Ding? Also, bin dann schon ein bisschen stolz auf mich, muss ich ja sagen. Auf Anhieb das richtige Ding gefunden. Nice. Damit habe ich wirklich nicht gerechnet. Ich habe mich gerade schon rumrennen sehen und so, aber. So, ein auf dem. Er findet es nicht so cool. Aber wir haben ja lauter falsche Ausweise. Vielleicht hätte ich mal das Erste Ordnung-Outfit anziehen sollen. Oh nein! Oh nein, werde ich schon wieder abgeführt? Ausweisüberprüfung. Aber ich habe ja den falschen Ausweis. Jetzt bin ich mal gespannt. Das hatte ich ja seitdem noch gar nicht. Oh. Scheint alles gut zu sein. Vielleicht ziehen wir doch mal das erste Ordnung-Outfit an. Vielleicht bringt das was. Oh, wir haben es nicht mehr. Ich habe hart dafür gearbeitet. Ah! Wisst ihr, was wir machen? Wir nehmen wieder unseren kleinen Freund hier. Und dann soll der die Leute alle ablenken. Sehr gut. Und in der Zeit können wir das Ding hier sabotieren. Funktioniert wunderbar. Total merkwürdige Fähigkeiten, finde ich, die hier angesprochen werden. So. Achso, Gartenarbeit hat sie übrigens, weil ich ihr zu Hause mal ein paar Pflanzen geholt habe, damit sie irgendwie Geld verdient, weil mir wurde jetzt schon zweimal der Strom abgestellt und so, weil ich so auf die Fitnessfähigkeit fokussiert war. Ja! Damn, das Ding ist wirklich kaputt. Das hat gut funktioniert. So, dann jetzt die Versorgungskisten. Am besten, hier gibt es ja irgendwo so eine versteckte und die werde ich mal nehmen. Werden den Druiden noch einholen? Ah, ist schon um die Ecke rum. Was kriegen wir denn dann? Noch ein Lichtgriff. Wie jetzt schon fertig?
Die Falle ist platziert, sehr den Paschen war am besten. Mache ich mich auf die Suche nach dem weiten Versammlungsmeer. Ah, mehrere sollen wir machen. Ah, zwei. Okay, verstehe. So, haben wir auch. So, mein kleiner Freund. Dann im Inventar platzieren. Und dann düsen wir schnell nach Hause zum Widerstand. So, wir sind wieder zurück. So, dann werden wir jetzt mal erstmal Bericht erstatten. Und ich glaube, egal ob wir jetzt aufsteigen oder nicht, ich werde sie erstmal ein bisschen mit dem X-Flügler fliegen lassen, weil das ist hier, ja. Hä, hier ist Frachtteile der ersten Ordnung infiltrieren und Holotisch hacken, haben wir doch gemacht. Na gut. Mit deiner Hilfe konnte ich mir einen besseren Überblick über das Territorium der ersten Ordnung verschaffen. Mission abgeschlossen. Hacke die Sicherheitstür der Frachthalle der ersten Ordnung, um Zugang zur Sperrzone zu halten. Umgehe die Patrouillen und den Holotisch zu hacken. Haben wir doch gemacht. Na gut, wie auch immer. Fünfmal mit dem X-Flügler auf Erkundungsflug gehen, Rang 5 des Widerstandsrufs erreichen. Rang 5, okay, das ist, glaube ich, dann das Höchste. Sind wir schon so hoch? Dann lasse ich mir jetzt mal eine Mission mit dem X-Flügler geben. Sie ist übrigens schon älter geworden. Sie ist jetzt schon, oh, noch 19 Tage, dann ist sie Seniorin. Ich glaube, ich werde ihr so eine, wie heißt das, Jugendelixier oder irgendwie sowas geben. Es gibt ein paar Gemeinschaften in den Außenbezirken von Black Spire, die wir noch nicht erkundet haben. Nimm den X-Flügler und finde etwas darüber hinaus. Das machen wir mal. Adaras bereitet sich für den Widerstand einzusetzen und springt in den T-70X-Flügler. Sie will Vorräte besorgen, die Bevölkerung beeindrucken und ihre Flugfähigkeit verbessern. Wo soll Adara ihren Erkundungsflug starten? Ich glaube, wir haben letzte Mal von unten angefangen. Wir machen jetzt Kolonie Galma. Die Kolonie Galma ist eine raue Siedlung, die für illegale Droidenkämpfe und Speederrennen bekannt ist. Die Bewohner mögen keine Regeln oder Autoritäten. Daher könnten sie im Kampf gegen die Erste Ordnung als verlässliche Verbündete dienen. Sehr gut. Diese rauflustigen Zeitgenossen bieten außerdem eine Menge Altmetall zum Verkauf an. Was soll Adara tun? An Speederrennen teilnehmen oder Altmetall kaufen? Warum kann sie nicht über Handelsmöglichkeiten reden? Okay. Nee, dann nehmen wir an dem Speederrennen teil. Adara war froh, das Rennen überlebt zu haben. Und dann ist sie sogar auf dem zweiten Platz gelandet. Irgendwann, so glaubt sie, hat jemand einen Hydro-Schraubenschlüssel nach ihr geworfen. Zumindest hat sie ein paar Credits verdient. Ah, Credits heißen die Dinger. Gut zu wissen. Das war das Risiko allemal wert. Zum Lager des Widerstands zurückkehren. Och, das war eine gute Runde. Das hat sich richtig gelohnt. Wir haben so viel geschafft jetzt dadurch. Wir haben die Mission bearbeitet, wir haben Credits bekommen. Jetzt bekommen wir gleich nochmal Credits für die Mission. Und haben was für ihr Bestreben getan. Also, besser geht's ja nicht. So, jetzt Rayman, dann Vimoradi. Großartige Information, das Forschen liegt dir im Blut. Ja, wir sind da. Weiß, wir sind fantastisch. Hat dir das eigentlich Spaß gemacht? Ja, X-Flügler fliegen macht Spaß. Dann kann ich ja viel sinnvollere Dinge machen. Ich lasse mir jetzt eine Mission geben, nochmal mit dem X-Flügler. Und dann soll sie erstmal auf Toilette gehen. So, dann jetzt auf nach Pika. Ein Lichtschwert! Ich habe endlich ein Lichtschwert gefunden. Ja. Oh, bitte, ich will auch. Pika ist eine kleine und lebhafte Gemeinschaft am Fluss. Natürlich gibt es dort Fisch und andere natürliche Ressourcen, die für den Widerstand auf Batuu nützlich sein können. Diese herrliche, aber hart arbeitende Gemeinschaft könnte angegriffen werden, um eine Allianz zu bilden. Mit Einheimischen schwimmen gehen? Wer würde denn jetzt schwimmen gehen? Mann, ich frage mich, wie hoch wir noch im Ansehen kommen müssen, damit wir auch endlich Lichtschwerterkämpfe machen können. Als wenn das so gar nicht Sinn der Sache ist, also... Eine Gruppe Einheimischer hat sich am Ufer des Flusses mit Angelruten und Netzen niedergelassen. Adara geht auf sie zu und stellt sich vor. Über Unterstützung des Widerstands reden, Schutz anbieten ginge nur mit höherer Charismafähigkeit. Adara und die lokalen Anführer reden über eine Partnerschaft von beiderseitigem Nutzen. Die Anführer sind verunsichert, aber die Stimmung ist insgesamt positiv. Adara kehrt mit dem Geschenk und ein paar Vorräten für die Führung des Widerstands zurück. Sie entscheidet, das Geschenk erst zu öffnen, wenn sie wieder im Lager des Widerstands ist. Was für ein produktiver Tag. So. Kopfbedeckung des Widerstands.
bist du, Webby? Du bist die neueste Moikform, ne? Ein Comlink. Was wie auch immer ich den brauchen könnte. So, jetzt sind wir Spezialistin auf jeden Fall. Na gut, dann machen wir jetzt die nächste Mission, aber vielleicht sollte sie... So Leute, wir sind jetzt dabei, die nächste Mission zu bekommen. Jetzt können wir die hier machen. Vimoradi, wir haben die Koordinaten einer geheimen Anlage der Ersten Ordnung auf einem der Monde von Batuu gefunden. Der Wissenschaftler wird dort festgehalten und gezwungen, die Konstruktion des Störungsarrays abzuschließen. Wir dürfen nicht zulassen, dass die Erste Ordnung die Konstruktion abschließt. Wir müssen eine Rettungsmission starten, aber das wird nicht einfach werden. Es wird Zeit, Verstärkung hinzuzuziehen. Ich weiß, wen wir fragen können. Nehmen wir. Es war sehr offen, was sie mir da erzählt, aber... Tschu! Wie cool! Jetzt kommen die coolen Sachen! Jetzt kommen die coolen Sachen! Chewbacca um Hilfe fragen. Ich bin ja begeistert! Reisen. Direkt zurück. Oh, ich will Chewbacca sehen. So, klicke auf den Millennium Falken und wähle Chewbacca um Hilfe bitten. Ich als Pro weiß natürlich, was der Millennium Falke ist. Nee, aber ich bin stolz auf mich, dass ich direkt wusste, was das Ding ist. Und ein Chewbacca weiß ich auch. Also am liebsten will ich jetzt Chewbacca sehen, ne, wenn ich ehrlich bin. Da ist Chewbacca! Bravo! 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 What the fuck? Danke, Chewbacca! Super! Damit sind wir jetzt total ausführlich vorbereitet. Ja, ich fühle mich auch, als wenn ich richtig was mitgenommen habe von diesem Gespräch. Rettungsmission mit X-Flügler fliegen. Na gut. Gehört Chewbacca zu dem Millennium-Falken irgendwie? Oh Mann, ich sollte echt diese Filme gucken. Ich habe schon geguckt, bei Netflix gibt's die nicht. So, jetzt müssen wir die Rettungsmission mit dem X-Flügler fliegen. Na dann mal los. Oh, kommt Vimoradi mit? Ja, wie cool. Girls Trip. Adara fliegt zum Treffpunkt, um Chewbacca und Vi zu treffen. In der Ferne blickt sie das Gebäude der Ersten Ordnung, in dem der Wissenschaftler festgehalten wird. Aus der Ferne sieht es so aus, als wäre der Weg frei. Wie soll Adara mit der Rettungsaktion fortfahren? Ey, wenn das jetzt schon mit Fernglas erforderlich. Leute, woher soll ich denn so weit kriegen? Dann müssen wir uns dem Gebäude wohl einfach nähern. Als sich das Team dem Eingang des Gebäudes nähert, entdeckt es einen Sicherheitsdroiden. Die gesamte Mission könnte in Gefahr geraten, wenn er Alarm schlägt. Was soll Adara mit dem Sicherheitsdroiden machen? Chewbacca-Angriff? Mit Lichtschwertkämpfen haben wir noch nie geübt. Thermaldetonator werfen. Probier mal das. Einfach nur, weil ich nicht weiß, was das ist. Weil wenn Chewbacca angreift, einfach so, würde das wahrscheinlich so den eher noch aufschrecken. Mit Lichtschwert haben wir noch nie geübt. Adara bevorzugt einen Angriff aus der Ferne, schleudert einen Thermaldetonator auf den Droiden und geht in Deckung. Mit einem lauten Bumm wird der Droide komplett zerstört und glücklicherweise auch die Sicherheitstür des Eingangs. Das Rettungsteam sollte sich besser beeilen, denn der Knall ist sicher nicht unbemerkt geblieben. Gebäude betreten. Oh, ist das spannend. Das Rettungsteam betritt das höhlenartige Gebäude. Adara wird klar, dass es einige Zeit dauern würde, den Wissenschaftler in der Gruppe zu finden, wenn sie keinen Zugriff auf die Verzeichnisprotokolle erhalten. Vi schlägt vor, sich aufzuteilen. Ja, ist immer eine gute Idee. Um mehr Fläche abzudecken. Aber nur, wenn Adara einen Comlink besitzt. Um in Kontakt zu bleiben. Habe ich natürlich nicht. Weil, den kann man zwar kaufen, habe ich auch noch nicht. Den gibt's am Holotisch. Na gut, wenn das jetzt hier schief geht, dann weiß ich aber immerhin, wie ich es beim nächsten Mal machen muss. Also, wir können entweder weiter zusammensuchen oder auf Verzeichnis zugreifen. Na, wir probieren jetzt einfach mal aufs Verzeichnis zuzugreifen, oder? Ja, ich gebe zu, ich hätte mir diesen Comlink holen sollen. Der Droide von Adara beginnt schnell, die Konsole zu scannen. Der Droide hackt die Verzeichnisprotokolle der Gefangenen, sodass Adara den Aufenthaltsort des Wissenschaftlers lokalisieren kann. Nachdem die Rettungsmannschaft den Wissenschaftler gefunden und den Ausgang erreicht hat, trifft sie auf zwei Sturmtruppler. Keine Bewegung, Hände hoch. Ups, Adara sollte sich schnell etwas überlegen. Okay, dann jetzt Vi-Angriff, Chewbacca-Angriff
oder Lichtschwert aktivieren. Ich denke mal, Chewbacca ist krass, oder? Wie cool ist dieses Bild? Ohne zu zögern feuert Chewbacca mit seinem Baucaster auf einen Sturmtruppler. Bumm! Der Sturmtruppler wird in die Luft gewirbelt und der andere Truppler verfällt in Panik und ergibt sich. Wie schlägt dem Truppler lässig mit ihrem Schlagstock K.O.? Digga, ganz schön brutal hier. Das Rettungsteam und der Wissenschaftler machen sich schnell auf den Weg zum Ausgang. Nach Batuu zurückkehren. Cool. Das hat Spaß gemacht. Und jetzt soll ich ihr noch Bericht erstatten. Die war da dabei. Aber wo ist sie jetzt? Die ist doch noch gar nicht zurück. Das hier sind nur wir. Wie Moradi. Da ist er. Aber jetzt kam schon das erste Mal was mit Lichtschwert dann. Also das war ja bisher die coolste Mission. Auch wenn man nichts direkt gesehen hat, sondern man nur diese Rabbit Hole Mission hat. Aber wir kommen dichter. Ja, wenn wer Geld verdient und so. Das war keine leichte Aufgabe. Du kannst stolz auf dich sein. Aber ruhe dich nicht auf den Lorbeeren aus. Es wartet noch mehr Spaß auf dich. Mission abgeschlossen. So, bla bla bla. Alles ganz wunderbar. Soll ich mir jetzt so einen Comstick mal holen? Nee, oder? Wir holen uns erstmal die nächste Mission. Mal gucken, wie es hier weitergeht. So, hier ist Ray. Die Pläne der Ordnung vereiteln. Die erste Ordnung hat die TI Echelon mit dem Prototyp des Störungsarrays ausgerüstet. Was für Wörter, ja? Sie lassen uns keine andere Wahl, als das Array zu zerstören. Hacke den Holotisch der ersten Ordnung, um an die Schaltpläne zu gelangen, und zerstöre alle Aufzeichnungen. Wenn du die Pläne hast, schleiche dich auf die TIE Echelon und finde heraus, wie du das Störungsarray deaktivieren kannst. Und zwar dauerhaft. Das ist ein gefährliches Unterfangen. Pass gut auf dich auf, okay? Mit deiner Hilfe werden wir das überstehen. Ja, na klar, ich mach das schon. So, wir haben ja unseren kleinen Droiden noch, oder? Gut, wir haben ihn noch. Dann auf zur ersten Ordnung, würde ich mal sagen. Also, die erste Aufgabe ist jetzt Störungsarray-Schaltpläne erhalten. Klicke auf den Holotisch der ersten Ordnung in der Frachthalle der ersten Ordnung, um die Störungsarray-Schaltpläne zu erhalten. Also, auf zum Holotisch. Ich habe so eine Ahnung. Kommen wir hier jetzt so rein? Ich glaube nicht. Nee. Oder? Oh. Nee, schade, sie kommen nicht durch. Dann nehmen wir uns jetzt erstmal unseren kleinen Freund hier. Ach, ich finde es immer wieder fantastisch, wie die einen genau angucken und trotzdem abgelenkt sind. Jetzt fehlt mir wieder ein Datenstift. Na gut. Gehen wir den mal schnell kaufen. So, Leute, wir haben den Datenstift. Und jetzt Störungsarrays Schaltpläne erhalten. Okay, anscheinend müssen wir hier erstmal. Habe ich doch gerade eben gemacht. Na gut. Ein Glück habe ich gleich mehrere Datenstifte wieder geholt. In weiser Voraussicht. Ach so, hahaha. Wir dürfen nicht einfach so. Hahaha. Nicht einfach anfangen. Bitte, bitte, bitte nicht einfach anfangen. Mann, ey, du machst das aber auch spannend, Mausi. Wir müssen doch erstmal unseren kleinen Kumpel hier zum Ablenken bringen. Shit, warum hat sie einen Schlag bekommen? Weil sich eine Sperrzone. Was für ein Schock, du hast deine Promi-Fähigkeit vergessen, bevor du das nochmal versuchst. Oh, wir hatten das Ding doch schon soweit. Gut, Leute, ich melde mich wieder, wenn ich ihre Programmierfähigkeit verbessert habe. Dann werde ich jetzt mal an ein paar andere Schaltflächen gehen. Vielleicht zu unserem geliebten Kommunikationsturm. Hacken üben. Gut, Leute, see ya. Bis gleich. So, also ich habe sie jetzt kurz nach Hause geschickt gehabt, und habe sie ihre Programmierfähigkeit verbessern lassen. Wir sind jetzt auf Stufe 5. Das sollte ja wohl reichen, um hier so ein paar Bedienfelder zu hacken und so.
Echt jetzt? Wir hatten das Ding doch sogar schon einmal fertig. Das finde ich jetzt aber nervig, muss ich jetzt mal so sagen. Okay, ich schicke sie nochmal nach Hause und lasse sie ihre Programmierfähigkeit verbessern. Aber Leute, ich denke mal, ich werde das Video dann jetzt hier beenden. Denn so habe ich jetzt ein bisschen was zu tun und dann können wir im nächsten, kann ich in Ruhe ihre Programmierfähigkeit verbessern und dann zeige ich euch im nächsten Video, wie das funktioniert hat. Sonst wird es jetzt hier immer dunkler bei mir. Und ja, ich denke, das ist dann jetzt ein ganz guter Zwischenschritt, wo es auch noch spannend bleibt. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und womöglich auch geholfen. Vielleicht hattet ihr ja auch Probleme damit, dieses eine Raumschiff da, ich habe schon wieder seinen Namen vergessen, zu finden. Beziehungsweise auch ist gut, aber ich will, hätte, also ich finde, es ist Zufall, dass ich es auf Anhieb gefunden habe, sagen wir es mal so. Und ja, was ich viel komplizierter fand, war ja eigentlich die Uniform der ersten Ordnung zu bekommen. Vielleicht habt ihr ja damit auch Probleme gehabt und möglicherweise konnte ich euch dabei helfen. Wenn es so ist, gebt mir gerne einen Daumen nach oben, gerne abonniert meinen Kanal, wenn euch diese ganze Serie interessiert und ihr auch weiterhin sehen wollt, wie ich das so durchspiele. Und ja, lasst mir gerne einen Kommentar da über Dinge, die euch gut gefallen haben oder auch nicht gut gefallen haben. Und dann freue ich mich, wenn ihr beim nächsten Video auch wieder dazu guckt. Bis dahin, ciao!